Hallo, das ist jetzt ein ungeplantes Video. Das rührt daher, dass eigentlich wollte ich als nächstes Werkzeugvideo machen für die komplette Laie. Die brauchen sich dann Leute, die Schrauben nicht anzuschauen. Das Video entsteht jetzt pur aus den Kommentaren zum letzten Video, das ich gerade gestern online gestellt habe. Und zwar waren da ein paar Äußerungen dabei und ich hatte auch jede Menge E-Mails. Bis jetzt schon, ob ich das Motorrad im Auftrag baue, sprich, einer wird mir sein Motor, entweder waren es, wo sie ihr Motorrad zur Verfügung stellen für die Aufbauvideos, oder im Auftrag baue und haben mir dafür auch, ich sag mal, relativ horrende Summe geboten, also ich glaube, das höchste waren jetzt 5000 Euro. Das steht nicht in Relation zu dem Wert von dem Ganzen. Finde ich, und ich mache das schon aus dem Grund nicht, weil ich das Video hier mache, um euch zu zeigen, wie man so ein Ding aufbaut. Ich will das Moped ein bisschen anders aufbauen als das, was ich schon hier habe. Wobei das nur farbliche Sachen werden, und wenn ich tatsächlich irgendwas anders mache, wie bei dem jetzt, dann sage ich auch, aber bei dem müssen das, oder zeige auch bei dem, wenn er jetzt genau das so machen will, müsst ihr das so und so machen. Ne? Aber ich werde eventuell werde ich nur die Farbe ändern. Ne? Farbe sind, die sind ja leicht zu ändern. Übrigens ist das alles selbst lackiert, bis auf die Pulverbeschichtungen. Ich zeige auch, wie man relativ leicht gut lackieren kann. Das Ding ist mit der Dose lackiert, genauso wie das Auto. Und das Auto wurde auch hier drin lackiert. Also mit Dose kann man auch gut lackieren. Ne? Man muss nur wissen, genau wie man es macht. So, das war das zu der Auftragsarbeit. Also Auftragsarbeit mache ich nicht, weil ich halt nicht will, dass mir jemand während der Videoreihe reinspricht, wie er es gern hätte. Oder zum Schluss will er irgendwas, was mir gar nicht gefällt, und das will ich einfach nicht bauen. Ne? So, als drittes war das mit Spende, PayPal-Konto. Das mache ich auf Ach nicht, weil ich find die Idee wirklich super sozial und schon was alles, und dass auch so viel draufgekupft sind, sowohl in den Kommentaren als auch in den E-Mails. Hey, mach doch mehr Spenden, eine kleine Summe, und dann ist das Ganze finanziert und du kannst früher mit der Videoreihe starten und so weiter und so fort. Von der Idee her finde ich es ganz gut, allerdings mache ich das nicht, weil ich von niemandem Geld nehme, ohne Gegenleistung zu bringen. Ich habe für mein Geld schon immer gearbeitet und ich will das auch weiter so handhaben, und das mit Spende irgendwie habe ich schon komisch das Gefühl dabei. Allerdings hat er zwischendrin einer geschrieben, ja, dann kann er das Bike ja auch verlosen. Das geht dann schon wieder in eine andere Richtung. Also verlose, das finde ich an sich gar keine schlechte Idee. Erstens mal babbelt man da im Voraus keiner neu. Und wenn ich lose verkaufe, dann kommt es darauf an, wie viel Lose ich verkaufe. Ne? Wenn es dumm läuft, verkaufe ich 10 Lose und dann geht halt das Moped für extrem wenig Geld raus. Dann habe ich halt richtig Pech gehabt. Wenn ich Glück habe, dann sind die Kosten gedeckt. Und wenn das tatsächlich so läuft, wie ich nicht glaube, aber gerade YouTube hat mich öfters überrascht jetzt schon, dann wäre das Ding total überbezahlt. Wenn der Fall eintreten würde, würde ich, glaube ich, auf einer anderen Basis noch einmal ein Moped bauen und noch einmal Verlosung durchführen, ohne dass wo die gleichen Leute teilnehmen, die dann an der ersten Verlosung teilnehmen. Also ich will das jetzt nicht ganz festmachen mit dem Verlosen, und zwar will ich dazu ganz einfach eure Reaktionen sehen. Ich will wissen, wie viele Leute von der Verlosung, natürlich auch, um zu wissen, wie viele Lose täte ich denn verkaufen. Aber schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ihr die Idee mit dem Verlosen findet. Das kann man ja im Zusammenspiel mit PayPal machen. Sprich, ihr kauft ein Los über PayPal. Und dann bin ich mir halt überhaupt nicht sicher über den Betrag. Ja, sind jetzt 500 Lose real, wo ich verkaufe, ja, dann verkaufe ich das Los für 5 Euro. Ja, und zum Schluss sage ich, ey, zahlt 5 Euro aufs PayPal-Konto ein und ihr nehmt dann die Verlosung teil,
Und es tun dann 3000 Leute Lose kaufen, dann bin ich bei 15.000 Euro. Ne? Das steht natürlich in keiner Relation zum Fahrzeug. Also dann würde ich wirklich irgendwie noch eins bauen auf einer hochwertigeren Basis und würde die Verlosung dann noch einmal durchführen. Dann kommt halt bei dem Verlosungskram noch dazu, woher wollt ihr wissen, dass ich das Moped nicht an meinen Schwager verlose oder so irgendwie. Das ist natürlich so eine Sache, wo ich skeptisch wäre. Ich habe es natürlich nicht vor, die Verlosung zu türken, aber im Endeffekt, ihr habt weder Kontrollmöglichkeit, wie viel tatsächlich Lose gekauft haben, als dass ihr eine Kontrollmöglichkeit habt, ob ich tatsächlich anständige Verlosung mache, wie es sich gehört. Ne? Das ist halt auch so eine Vertrauensfrage. Mache ich mal einen Kopf drüber. Und über das Rechtliche muss ich, glaube ich, auch nochmal nachlesen, ob ich das mache. Wenn ihr da, wie schon gesagt, Idee dazu habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, genauso wie das andere auch. Zu guter Letzt habe ich noch was, und zwar aufgrund meiner Kommentare, da ich die ja immer lese, jemand hat einen Kommentar geschrieben und da bin ich über den seinen Kanal gestolpert. Der hat was ganz Ähnliches gemacht, wie ich jetzt vorhabe. Ich suche das gerade mal raus, wie der heißt. Also der hat aus innere, das ist ein Abonnent, ne? Jetzt mache ich gerade mal Werbung für den, weil der hat aus innere Honda GL500, das ist voll der Scheißhaufe, hat er eigentlich ein relativ cooles Bike gebaut. Guckt mal bei dem vorbei und da kann er euch auch Anregungen holen, weil er eine Kleinigkeit auch mit Rost gemacht hat, wo ich ziemlich cool finde, das werde ich auch irgendwann mal verwenden. Und zwar heißt die Site oder der Kanal von ihm für Boss Riders. Ich schreibe das unach in die Videobeschreibung ohne neu, weil eigentlich das, was er bis jetzt gemacht hat, gefällt mir ganz gut. Es geht halt in eine ähnliche Richtung. Und wie schon gesagt, die Ausgangsbasis, wo er Kater hat, ist voll. Da darf man auch nicht sagen, da kommt was Gutes dabei raus. Ne? So, das war's im Endeffekt. Wie schon gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr vom Verlosen haltet und wie wir das am besten machen. Wie wir auch Leute einbinden können, die jetzt kein PayPal-Konto haben, weil das weiß ich auch nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob man vom normalen Konto auf PayPal-Konto was drauf machen kann. Keine Ahnung. Muss ich mich jetzt eher erkundigen, weil ich mache dann auch für den Kanal hier, mache ich PayPal-Konto, dass es da keine Überkreuzungen mit meinem Privat-PayPal-Konto gibt. Ich finde, so behalte ich halt viel besser den Überblick dann über alles und dann kann ich mal schön die Aktivität und alles ausdrucken. Aber wie schon gesagt, guckt euch, überlegt euch mal, schreibt mir was dazu. Ne? Und das war's schon wieder. Und tschüss.